Na, Männer? Alles klar? Und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge U-Boat. Ja, in der letzten Folge haben wir einen Probealarm gestartet. Es lief sehr schleppend, meiner Meinung nach. Es hätte besser sein können. Wenn es drauf ankommt, müssen wir da besser sein, weil sonst geht das ganz eiskalt in die Hose. Wir sind zurzeit noch bei einer Wassertiefe. Laut Opa Schwarz bei 150 Meter. Opa Hans, nicht Opa Schwarz, Opa Hans. Komm ich auf Schwarz, der schwarze Opa, der Tod. Ja, wir sind bei 150 Meter und wir wollen mal gucken. Wir wollen mal gucken, was kann unser Boot? Wie tief kommen wir? Deswegen werden wir jetzt mal weiter runtergehen. Wir pirschen mal ganz langsam die 200 Meter an. Und hoffen, dass das gut geht, ne? So, scheißt euch nicht in die Hose. Und denkt dran, wenn wir zu tief kommen, zerdrückt uns der Druck. Wie so ein altes Ei. Aber das wird schon. Ne? 160 Meter. Mal gucken, wie es läuft bei den E-Maschinen. Er zeigt schon an, gefährliche Tiefe. Pershing läuft hier alles. Meter. Das muss das Boot eigentlich abkönnen. Aber Leute, Übung ist das halbe Leben. Ne? Meter. Mal schauen, wie weit wir kommen. 200. So, wir haben die 200 Meter erreicht. Bis jetzt sieht das hier soweit noch ganz gut aus. Mustermann ist in der Tiefensteuerung. Opa, wie sieht's aus? Wollen wir noch ein Stück? Na gut, okay, komm her. Wir wagen uns noch ein Stück weiter runter. Wir gehen mal auf 210. 200 Meter. 210. Er sagt dann halt immer 200 Meter. Das ist echt ein Fehler im Spiel. Ich hoffe, das ändern die nochmal in Zukunft. So, Opa, runter. Hier unten wird es auch langsam duster. Wir müssen gucken, wo die Grenzen sind vom Boot. 210. Angepeilt. Meter. 220 peilen wir an. 220. Das schaffen sie. 220, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. 220. 220. Gehen wir auf Risiko? Gehen wir auf Risiko? Wir gehen auf Risiko. 250 Meter. 230 Meter, nicht 50. 230 Meter peilen wir an. Jetzt wird's tief, Leute. So, ich mach mal Kontrolle. Bis jetzt sieht's hier noch ganz gut aus. 230. Pershing läuft. Wenn ihr irgendwas seht, meldet euch. Oh, ihr hört das, hört ihr schon den Druck? Jetzt wird's aber. Wir sind bei 230 Metern. Okay. Läuft ganz gut. Nirgendwo irgendwas kaputt.
Das gefällt mir. Keiner hat Angst. Das ist noch besser. Ich habe schon eine Bombencrew bis jetzt. Und schmeckt lecker, macht immer noch sauber. Okay. Oh, man hört es aber schon. Es brummt schon. Könnte auch der Kreiselkopf sein. Den werden wir ausschalten kurz. Okay. Wir gehen auf 240. 250 Meter. Und hoffen, dass das gut geht. Wir müssen gucken, wie weit wir kommen, ohne dass wir Probleme kriegen mit dem Boot. Hm, und eine Banane, da könnte ich jetzt drauf. 240. Erreicht. Oh, Wassereinbruch! Da ist Wassereinbruch. Wo haben wir Wassereinbruch? 250 Meter scheint die Grenze zu sein. Ja, die sind schon im Gange Pershing. Okay. Kapitän. Opa Hans. Posten verlassen, Tanks anblasen. Wir tauchen wieder auf. Zu Befehl. Anblasen. Auf nach oben. Okay, 250, dann haben wir die ersten Probleme gehabt, dass das Wasser reinkommt. Also können wir 230, 220 gemütlich abwärts gehen. Jetzt tauchen wir erstmal wieder auf. Dass wir ab nach oben kommen. Burago, geh mal bitte. Burago, geh mal bitte an die... Obwohl, wir blasen nicht ganz an. Wir machen das anders. Wir gehen jetzt erstmal auf 50 Meter. Auf 50 Meter hören uns mal kurz um, wenn wir schon hier unten sind. Nicht, dass wir jetzt auftauchen und auf einmal haben wir den Feind im Arsch. Oha, hier ist aber viel Wasser. Oha. 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 220. Oha. Okay, wir sollten vielleicht doch lieber komplett anblasen. Wir sollten vielleicht doch lieber komplett anblasen. Auftauchen! Komplett anblasen. Wir gehen komplett hoch. 200. So, Tanks angeblasen. So, du gehst mal kurz gucken. Das war... Wer ist denn da jetzt schon dran? Herr Kaloy. Ist das zu? Oh, an der Notluke auch noch. Oh, 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 oh. Schaden repariert. Oh, 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 oh. Schotten schließen. Auf Gefechtsstation. Alle Schotten schließen, Schaden ist repariert. Oh, hier haben wir Wasser drinnen. Bürsching, schaffen wir das noch hoch? Ah, das war ja natürlich jetzt mal ein Alarmtauchen mit Hindernissen hier. So eine Scheiße. Okay, mach mal einer die Lenzpumpe schon mal an. Die war ja da. Falsche Richtung. 180. Ja, wir tauchen jetzt auf. Lenzpumpe schon mal anschalten. Bringt jetzt zwar gerade noch nicht viel. Ein bisschen Wasser im Boot. Das müssten wir gleich alles nochmal im Bericht festhalten, wenn wir wieder oben sind. Oh Mann. Wie sieht's hier aus? Oh Mann, hier ist auch Wasser. Leute, was stimmt mit euch nicht? 150. Ja, wir kommen aber wieder hoch. Wir kommen wieder hoch. Okay, dann werden wir schon mal anfangen, das Wasser in die Bilge zu schleppen.
So. Wasser raus. Zack, zack. 110. Bringt das mal in die Zentrale. Schotten sind geschlossen soweit. Okay. Wir müssen uns echt dran gewöhnen, dass wenn wir tauchen, dass wir die Schotten schließen. 90. Das ist echt wichtig. Wir kommen auch nur schleppend hoch. Aber die Lenzpumpe ist ja schon im Gange. Der haut das da schon 70. raus. So, 70. So, wir gehen doch lieber auf 50 Meter und hören uns erstmal um. 50. So, einmal rundum horchen bitte. So. Herr Kaloy. Wir bleiben auf 50 Metern. Ihr müsst nochmal anpendeln, dass wir wieder auf 50 Meter gehen. Das war jetzt ein bisschen überfrüht. Nicht, dass wir jetzt auftauchen. Und hier draußen ist die Hölle los. Aber es scheint soweit in Ordnung zu sein. 40. Er hört nichts. Pershing hat sich erstmal pennen gelegt, die faule Sau. Okay. Auf Seerohrtiefe gehen. Auf Seerohrtiefe. Rundum horchen, hier ist nichts los. Herr Kaloy. Wir hören uns mal so um. Kapitän. Aber es sieht gut aus. Nee, das sind unsere Maschinen. Das sind unsere. Ist nichts. Ist nichts los. Herr Kaloy. So. Sind wir auf Seerohrtiefe? Oh, hier sind wir wieder Wasser am Kahn, ey. So, schauen wir mal nach. So. Sieht doch gut aus. Nichts zu sehen. Passt doch alles. Ja gut, okay. Tanks anladen. Auftauchen. Und dann müssen wir mal gucken, dass die Lenzpumpe das hier schafft. Mann, 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 Mann. Echt schwach. Das war ein schwaches Auftauchen. Wie sieht das aus mit der Karte? Wir wissen noch, wo wir sind. Das ist gut. Dann geht Opa Hans an die Wache. Herr Kaloy. Mustermann, du gehst auch mal ins Bettchen. Zu Befehl. Und dann bleiben wir auf kleine Fahrt. Um Kraftstoff zu sparen. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus soweit. So. Gehen wir schon hoch? Wer macht Wache oben? Opa Hans, denke ich mal. Oder was macht? Ist der hier noch? Okay, dann gehe ich hoch. Dann gehe ich hoch. Opa bleibt da. Wir sind wieder oben.
Hey. So. So, dann werden wir mal die erste Bootwache übernehmen. Und du, mein Freund, dann werden wir hier nochmal ein bisschen Musik reinverleiben in die Geschichte. Dass das hier alles ein bisschen entspannter wird. Und ich denke mal, wir sollten uns dann Gedanken machen, dass ich das Logbuch nachher noch schreibe. Herr Kaloy? Ich bin sehr unzufrieden mit diesem Probealarm. Ich hätte auch nicht gedacht, also 250 hatten wir Wassereinbruch. War nicht so gut. War wirklich nicht so gut. Ne? Druckluft müssen wir auch gleich nochmal auffüllen. Opa, das machst du mal kurz. Aber ausnahmsweise heute nur, weil unsere Ingenieure sind ja gerade aus. Durch die Nuke kam das. So we're on the lookout for something to eat. We're fed up with biscuits and bully and ham. And we're sick of the sight of your parapet gun. Send out the cannons and light arm. Okay. Schotten öffnen, normale Beleuchtung. Kreiselkompass wieder an. Und dann haben wir eigentlich schon alles soweit in Ordnung. Sieht doch ganz gut aus soweit. So, wie weit haben wir es noch bis zur Bäreninsel? Oh, Sichtkontakt. Legen Sie den Kurs an. Fahr da mal hin. Wir haben was entdeckt. Ich denke, da ist ein Sichtkontakt. Was denn das? Was ist es denn jetzt? Da. Okay, hier sollte wohl irgendwas sein. Es ist aber nicht da. Das ist ein ganz böser Grafikbug. Den lassen wir jetzt einfach mal so, wie er ist, und haben ihn nicht gesehen. So, und hauen ab. Richtung Bäreninsel. So. Das ist nur ein weiter Weg. Aber wir werden da schon rankommen. Das wird werden. Denke ich mal. In aller Ruhe. So, okay. Dann war es das auch schon wieder an der Stelle. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt bei uns auf dem Kanal. Ich verabschiede mich, sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.